Hey James, was hat das Sex-Boson einfach erklärt? Das höchste Hallöchengehirn zum Standardmodell der Elementarteilchen. Gehört zum Standardmodell der Elementarteilchen und zur Klasse der Bosonen. Das Higgs-Boson ist das Teilchen des Higgs-Felds, welches den gesamten Kosmos durchspannt. Nach dem Higgs-Mechanismus erhalten Teilchen, die mit dem Higgs-Feld in Wechselwirkung treten, ihre Masse und werden dabei langsamer. Wann genau wurde das tote Teilchen gefunden? Am 4. Juli 2012, vor fast 12 Jahren. Jahrzehntelang handelte die Physikwelt nach dem letzten noch fehlenden Elementarteilchen, dem sogenannten Higgs-Boson. Gefunden wurde es am 4. Juli 2012 in der weltgrößten Wissenschaftsmaschine, dem sogenannten Hingeschleuniger LHC, am Kernforschungszentrum CERN Genf. Physik-Nobelpreisträger Peter Higgs ist nun tot. Stand vom 9.04.2024. Mit seiner Theorie zur Masse von Elementarteilchen wurde er weltberühmt. Jetzt ist Physik-Nobelpreisträger Peter Higgs im Alter von 94 Jahren gestorben. Sein Ruhm war dem Briten stets unangenehm. Der britische Physik-Nobelpreisträger Peter Higgs ist nun tot. Der 94-Jährige starb am Montag zu Hause in die Schottische Universität Edinburgh mitteilte. An der Hochschule hatte er den Großteil seiner Karriere verbracht. Mit seiner Theorie zur Masse von Elementarteilchen wurde der Engländer weltberühmt. Die Entdeckung des Higgs-Bosons, auch das Gottesteilchen genannt, im europäischen Kernforschungszentrum CERN in der Schweiz, katapultierte den Theoretiker in die Hall of Fame der Physik. Ein bemerkenswerter Mensch. Seine Theorie befasst sich mit der Frage, wie subatomare Teilchen, die Bausteine der Materie sind, ihre Masse erhalten. Dieses theoretische Verständnis ist ein zentraler Bestandteil des sogenannten Standardmodells, das die Physik des Aufbaus der Welt beschreibt. Es sollte fast ein halbes Jahrhundert dauern, bis der Teilchenbeschleuniger Large Hadron Collider am CERN 2012 die Existenz der Higgs-Teilchen bestätigen konnte. Dies gilt als einer der größten wissenschaftlichen Durchbrüche in der Physik in den vergangenen Jahrzehnten. Im Jahr 2013 erhielt Higgs zusammen mit dem Belgier François Englert den Nobelpreis für Physik. François Englert den Nobelpreis für Physik. Belgier. Peter Higgs war ein bemerkenswerter Mensch. Ein wirklich begabter Wissenschaftler, dessen Vision und Vorstellungskraft unser Wissen über die Welt, die uns umgibt, bereichert haben, sagte der Vizekanzler der Universität Edinburgh, Peter Matthiessen. Seine Pionierarbeit hat Tausende von Wissenschaftlern motiviert und sein Vermächtnis wird noch viele weitere Generationen inspirieren. Bescheiden und öffentlichkeitsscheu. Obwohl die beiden theoretischen Physiker Mitte der 1960er Jahre etwa zeitgleich auf die Massetheorie gekommen waren, setzte sich Higgs als Namensgeber durch und nicht Englert, was den Öffentlichkeitsschein und bescheidenen Physiker eher unangenehm war. Er
Er war jedoch der Ansicht, dass er mehr bekomme, als ihm zustand. Die Entwicklung dieser These und die Entdeckung der Teilchen sei eine Top-Leistung gewesen. Ich dachte nicht, dass es Zeit meines Lebens noch passiert, sagte Hicks im Fachblatt New Scientist. Mit Blick auf die Bestätigung seiner Theorie, die Lage habe sich aber geändert, als die großen Teilchenbeschleuniger gebaut wurden. Den Namen Gottes Teilchen für seine Entdeckung lehnte der Atheist ab. Hicks war sehr beliebt. Hicks wurde am 29. Mai im Jahr 1920 in Newcastle upon Tyne, im Nordosten Englands als Sohn eines Toningenieurs geboren. Als Kind lebte er unter Ostner und wurde anfangs von seiner Mutter unterrichtet. Neben seiner wissenschaftlichen Laufbahn engagierte er sich auch politisch. Bis zu seinem Tod im Jahr 2024 mit 94 Jahren stand der Wissenschaftler bei Kollegen und Medien hoch im Kurs. Mit der Zeit gab es immer seltener Interviews, beschäftigte er sich lieber mit Musik, Filmen und Büchern und vor allem mit seiner Familie, wie eine Sprecherin der Uni Edinburgh einer sagte. Am Montag ist Peter Hicks im Alter von 94 Jahren gestorben. Er war Nobelpreisträger, in den Nachrufen ist von einem Giganten der Physik zu hören. Vor einer Woche Was ist der Gottpartikel? Physiker haben in der Schweiz eine überraschende Entdeckung gemacht. Die Forscher fanden etwas, das man mit bloßem Auge nicht sehen kann, weshalb sie es auch das Gottesteilchen nennen. Würde es dies so gut wie nichts geben, gäbe es auch die Erde, die Sonne und das ganze Universum nicht. Wann entstand das Higgs-Feld? Im Jahr 1968 wandte Abdus-Salam den Higgs-Mechanismus auf die elektrische Theorie von Sheldon Leclerchoff und Steven Weinberg an und schuf damit das Standardmodell der Teilchenphysik, wofür alle drei im Jahr 1979 den Nobelpreis für Physik erhielten. Woher kommt der Gott? Für die Herkunft des germanischen Wortes Gott wird davon ausgegangen, dass der Begriff aus dem substantivierten zweiten Partizip des indogermanischen Gutho M der Verbalwurzel G-H-E-U rufen an Rufen entstanden ist. Denn auch wären die Götter, die etwa durch Zauberwort angerufenen Wesen. Woher kommt eigentlich die ganze Masse im Universum? Mehr als 99,9% der ganzen Masse der sichtbaren Materie stammen von den Protonen und Neutronen, sagt Zoltan Fodor, der das Forschungsprojekt ein jüdischer Supercomputer, Eugene, geleitet hat. Doch die Masse dieser Bausteine, aus denen sich alle Atomkerne zusammensetzen, ist nicht leicht greifbar. Welche Religion war die erste auf der Welt? Das Judentum ist die älteste und bekannte Weltreligion, in der die Menschen nur an einen Gott glauben. Es existiert seit über 3000 Jahren.
Anhänger heißen hinten. Ein Kind ist die Ruderin, seine Mutter im Ding ist. Was war vor dem Universum da? Vor dem Urknall gab es nichts. Der Urknall ist eine Theorie. Sie besagt, dass das Universum aus einer Singularität entstanden ist. Aus einem minimalsten Punkt, einem Punkt mit unglaublich hoher Dichte. Er enthält die gesamte Materie und Energie des Universums.